Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich allen Fans hier im Volkswagen Club. Das ist doch gleich eine ganz andere Stimmung, Felix, hier. Weiß nicht, wann du das letzte Mal hier warst. Kannst du dich erinnern? Ich war erst einmal hier, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber freue mich natürlich, jetzt nach dem Sieg hier zu sein. Ja, also ein wunderbares 2:0 gegen den VfB Stuttgart. Früher gab es nach solchen Siegen in der Kabine immer mal eine Kiste Bier, nicht hier, sondern im normalen Club, wo ich mal gespielt habe. Wie war das heute? Ja, die habe ich leider vergeblich gesucht, also war leider keine da, aber ich habe, glaube ich, zu Hause was im Kühlschrank stehen und deswegen fahre ich auch gleich. Aber vorher machen wir noch einen netten kleinen Talk hier, macht ja auch richtig Spaß. Ja, fangen wir mal chronologisch an. Mannschaft steht im Tunnel, ja, wartet darauf, dass es rausgeht. Und habt ihr mitbekommen, die Trainer wurden ja vorgestellt, die ja neu waren, das erste Mal hier im Weserstadion, was da abging draußen? Ja, das haben wir sogar mitbekommen. Ich glaube, der Jubel war beim Lutscher am lautesten. Unverständlich, aber nein, also natürlich haben wir das mitbekommen. Wir bekommen natürlich auch die gute Stimmung mit, die letzten Wochen auch schon, seitdem der neue Trainer da ist. Und das tut uns allen gut, glaube ich. Die Frage ist ja, pusht einen sowas nochmal mehr, wenn du merkst, aha, draußen ist eine sehr positive Grundhaltung bei den Fans. Gehst du da anders raus? Ja, natürlich. Es ist unglaublich wichtig für uns, dass wir das Vertrauen der Fans spüren. Ich denke, wir haben die letzten zwei Spiele davor einen guten Schritt gemacht. Ich denke, wir müssen den ersten Schritt machen, immer auch damit der Funken überspringt. Und ja, wir sind einfach froh, dass wir den Fans jetzt auch mal einen Heimsieg schenken können. Das waren wir ihnen schuldig, das waren wir uns selbst aber auch schuldig. So, jetzt haben wir drei Spiele unter dem neuen Trainerteam, ihr mit dem neuen Trainerteam gemacht, drei Siege dabei rausgeholt. Das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Jetzt wird jeder von euch immer gefragt, ja, wie kann denn das jetzt sein und was ist jetzt anders und warum ist es jetzt so? Du wirst auch gefragt, jetzt von mir. Ja, das ist Fußball immer schwer zu erklären, aber dafür haben wir genug Experten überall sitzen, die da kluge Antworten haben. Aber ja, wie gesagt, es ist schwer zu erklären. Manchmal neuer Trainer, neues Glück, hat vielleicht das Glück ein bisschen mitgebracht. Natürlich ist jeder Trainer ein bisschen anders, der Trainer hat eine klare Ansprache, das ganze Trainerteam und ja, wir freuen uns einfach, dass es der Anfang geglückt ist, wir wissen aber auch, dass wir immer noch zu wenig Punkte haben, dass wir uns weiter verbessern müssen und ja, aber trotzdem jetzt mal ein, zwei Tage durchatmen und sich auch mal über den Sieg freuen jetzt. Victor war eben in der Pressekonferenz schon, bevor wir hier angefangen haben. Ich habe dazugehört und Victor hat sofort auf die Bremse getreten und hat gesagt, jeder sieht doch, was wir für Defizite haben. Wir müssen den Ball länger halten und. Wir hätten bei Standardsituationen auch welche kassieren können. Sind das Dinge, die man schnell abstellen kann oder ist das spezifisch für dieses Spiel gewesen? Ja, das kannst du mich nächste Woche nochmal fragen. Heute ist mir das ziemlich egal. Frage ich dich nächste Woche nicht, da hast du nämlich im Prinzip frei, bis auf ein Testspiel. Ja, nee, natürlich wissen wir, dass wir uns verbessern müssen weiterhin, ganz klar. Wichtig war jetzt zu gewinnen, egal wie. Natürlich fehlt uns noch einige Sachen, aber ja, der Anfang ist gemacht, das Selbstvertrauen ist da und ich denke, das hilft, um die weiteren Aufgaben positiv anzugehen und da auch die nächsten Schritte zu machen. Ich weiß nicht, wer erinnert sich noch an 1999, als Thomas Schaaf übernommen hat von Felix Magath? Waren da einige hier im Publikum, einige sind dabei. Ja, und da hieß es von den Spielern damals, ja, wir haben einfach nur mehr Spaß beim Training gehabt. Das hat schon gereicht, um die Köpfe freizukriegen. Ist das so? Ja, was damals war, weiß ich nicht. Ich habe ja unter Thomas Schaaf auch noch trainiert. Ist es so jetzt gewesen, dass einfach so ein bisschen einfach was anderes da war und deswegen... Ja, das meinte ich ja eben, das ist schwer zu erklären. Natürlich ist was anderes, jeder Trainer hat seine eigene Vorstellung. Jetzt bei dem neuen Trainer, der macht da immer mal einen Spaß auch zum Schluss. Auch ja, heute am Spieltag in der Besprechung ist auch eine gewisse Lockerheit da. Ich glaube zwar, dass er ziemlich nervös war, auch wenn er das nicht zeigt, aber ja. Nee, es ist, wie gesagt, ein neuer Impuls, der uns gut tut und auf dem Weg, wo wir jetzt sind, wollen wir natürlich weitergehen. Wie packt er euch denn, wenn er vor der Kabine eine Ansprache macht? Ja, ganz einfache Sachen. Er sagt, wir sollen nichts Besonderes machen. Wir sollen versuchen, jeder soll den Ball haben, jeder soll mutig sein. Und ja, die Anfänge sind gemacht, wie gesagt. Und ja, so kann es weitergehen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal ein, zwei Tage ein bisschen ruhiger. Und dann hat er wahrscheinlich auch noch den Laufweg von Finn Bartels aufgezeichnet vor seinem 2:0. Das war ja sensationell. Der hat sich am Pfosten versteckt.
Sky hat das wunderschön nachgezeichnet eben, ist dann rund um den Strafraum gelaufen, um da im freien Feld am 16er plötzlich aufzutauchen und das Ding direkt abzunehmen. Ja, das nicht öffentliche Training wird ja manchmal kritisiert, aber ich denke, heute hat es sehr geholfen, weil wir haben das gestern noch einstudiert. Einmal hat Finn im Training das gemacht und einmal ich. Ich habe den Ball über den Zaun geschossen und dann war klar, wer ihn schießt heute. Deswegen war Finn dran, weil der hat den Zaun getroffen. Und deswegen, ja, gut, dass es gestern schief gegangen ist, weil dann klappt es im Spiel. Jetzt kommen wir mal zu dir selbst. Auch das ist ja nicht der Normalfall gewesen in den letzten Wochen, Monaten, dass du gespielt hast. Fühlst du dich jetzt einfach besser verstanden, dass du erwählt wirst für die erste Elf oder bist du besser in Form? Ja, natürlich. Ich muss auch sagen, ich habe das Vertrauen unter Robin Dutt auch gespürt, ohne da irgendwie was kritisieren zu wollen. Natürlich zahlt sie das irgendwie dann in Einsätzen aus, die ich zum Schluss nicht hatte. Aber ich habe das akzeptiert, immer trotzdem Gas gegeben im Training, positiv geblieben und das zahlt sich jetzt halt aus, wenn ich die Einsätze bekomme. Wenn ich da jetzt irgendwie negativ gewesen wäre, dann würde es jetzt vielleicht auch nicht klappen. Aber ja, ich weiß auch, dass ich noch Luft nach oben habe, ganz klar. Aber wie das gesamte Team sind wir auf einem guten Weg. Es war für mich erstaunlich und für alle Fans, glaube ich, auch eine Wohltat, dass diese zweite Halbzeit nicht so viel zum Zittern hatte, sondern dass ihr das relativ souverän gespielt habt dann. Wie kam das plötzlich? Ja, weiß nicht. Aber natürlich, das 2-0 hat uns gut getan, relativ schnell nach der Halbzeit. Ja, Stuttgart hat, glaube ich, gar nicht richtig aufs Tor geschossen in der zweiten Halbzeit. Kam uns auch zugute, aber ja, freuen uns, dass wir zum Schluss nicht mehr ganz so viel zittern mussten. Muss aber auch sagen, dass bei uns jeder für den anderen gelaufen ist und wir dadurch auch heute endlich mal zu Null gespielt haben. Tja, das nächste Spiel ist nicht etwa in der nächsten Woche, da gibt es glaube ich einen Test am Freitag. Da können wir noch nicht ganz was Genaues sagen, aber dann noch eine Woche weiter kommt ein Spiel, da muss man glaube ich niemandem sagen, was man da tun soll, oder? Nee, 3 Punkte, fertig, aus. Ja. Also wer es nicht weiß, wir spielen in Hamburg, aber das weiß jeder hier, denn jeder ist ja Werder-Fan und den Termin, glaube ich, hat jeder auch im Terminkalender fest angestrichen. Also jetzt noch mit neuem Schwung, dann dahin fahren. Trotzdem, der Schwung wird ja leicht unterbrochen, weil nicht am nächsten Wochenende schon wieder gespielt wird. Ist das ein Nachteil oder reicht eigentlich das gute Gefühl aus bis dahin? Also ich persönlich habe gerne auch mal 1-2 Tage frei, um dann mal durchatmen zu können. Ich denke, wir standen jetzt schon die letzte Zeit auch ordentlich unter Druck. Da braucht man vielleicht auch mal ein bisschen Freizeit wieder, um dann neue Kraft zu haben. Und ja, wir freuen uns jetzt 2 Wochen auf dieses unglaublich wichtige Spiel für den ganzen Verein, für alle Fans vorbereiten und wissen natürlich, dass ein Sieg da nochmal einen ganz neuen Schub geben kann für uns alle. Und deswegen wissen wir, wie wichtig das ist und bereiten uns gut drauf vor. Letzte Frage, bevor wir hier zur Auslosung des Gewinnspiels kommen. Hat dein Bruder eigentlich schon per SMS gratuliert? Wie spät haben wir es? 8:45. Der spielt selber gerade. Ja? Gegen wen spielen die? Mit Real? Vallecano, glaube ich, aber. Rayo Vallecano. Ich glaube, das müsste ja eine klare Sache. Das müsste ja Alejandro Galvez müsste das ja genau im Radar haben. Ne? Ja, heute kann er froh sein, dass er nicht mehr da ist, glaube ich. Ja, auch so natürlich. Herzlichen Dank für Felix. Danke, dass du hier warst. Danke für das Spiel. Könnt ihr euch richtig klatschen? Das tut den Jungs auch wirklich mal gut. So eine Stimmung hatten wir ja hier zuletzt, wann war das? Im April, glaube ich, gegen Hertha BSC. Das war der letzte Heimsieg, wenn ich mich nicht sehr täusche. Die Älteren unter uns erinnern sich. Gut. In diesem Sinne wollen wir aber jetzt das Volkswagen-Gewinnspiel hier auslosen. Da ist Felix natürlich genau der richtige Mann. Es geht darum, wir haben 7 Leute, die richtig getippt haben und auch den richtigen ersten Torschützen haben. Und wer das geschafft hat, der gewinnt ein Trikot, 2-0. Basti Prödel steht drauf. Aber kein Name, oder? Ach so. Du kannst ihn sagen, ich habe keine Brille auf. Was steht da? Werner auf jeden Fall, den Nachnamen kann ich nicht so richtig lesen. Lüdemann, Werner Lüdemann? Werner schon zu Hause. Tatsächlich Werner Lüdemann, würde ich auch sagen. Da kommt er. Hey, ein Beifall für Werner. Hast auch den richtigen Schal um. Das ist schon mal
die falsche Jacke. Was? Wo? Ich komme heute aus Schweden, weil ich aus Schweden, in Schweden wohne, von Göteborg geflogen. Ich kriege immer Ärger mit meiner Frau, weil wir meistens verlieren. Und dann sagt die, wieso hast du 3-0 verloren gegen Frankfurt heute? Sagt sie, ich kann wieder nach Hause fliegen Dienstag, ja. Du kommst wegen des Spiels extra aus Schweden hierher? Ja, heute ja. Ja, ja. Sonst und das hat zuletzt Jürgen Born gebracht. Der kommt ja immer aus Südamerika her. Den kenne ich auch. Also, haben wir das Trikot? Und die Tasche? Alles da? Du mal, auf jeden Fall musst du aufs Foto. Das ist ja hier der Entscheidende. Der Entscheidende. Der Gewinner ist gefunden, alles fantastisch. Ein schöner Abend für euch alle ist gesichert. Alles Gute, schönes Wochenende.